Herzlich willkommen, liebe Freunde. Mein Name ist Jivako. Ja, der Bruch der deutschen Familientraditionen und deren Heilung, das ist das heutige Thema in diesem Filmchen hier. Ich hatte vor einigen Tagen ein Video veröffentlicht, in dem es genau darum ging. Und ich habe den Inhalt noch etwas präzisiert und den möchte ich gerne in deine Hände geben, auf dass du etwas daraus machen kannst, was von riesigem Nutzen für dein Leben sein kann. Und zwar in Bezug auf deine körperliche Gesundheit, Unversehrtheit, und auch in Bezug auf deine mentalen Kräfte. Ja, vorab möchte ich noch was sagen. Und zwar folgendes. Leider nehme ich zur Kenntnis, dass die Filme, die ich da raussende zu diesen Themen, nur von wenigen gefunden werden. Das liegt daran, Leider kann ich sagen, dass diese Themen, die ich hier so in die Welt gebe, unerwünscht sind. Unerwünscht in den Augen derjenigen, die verantwortlich sind für die Medien, also auch hier auf dieser Plattform YouTube, gibt es Zensur. Nicht nur hier, in allen deutschen Medien gibt es Zensur. Genau genommen weltweit in allen Medien gibt es Zensur, denn diese Medien werden alle zentral kontrolliert und auch zensiert. Und wie gesagt, leider, so gut diese Themen und so wichtig und so hilfreich diese Themen auch sein mögen für die Menschen, so kommen sie einfach nicht raus. Bei genauer Betrachtung ist offensichtlich für mich, dass diese Filme nur jene erreichen, die sowieso schon verbunden sind mit mir, beziehungsweise die direkt Zugang haben. Gezeigt werden sie nicht, vorgeschlagen werden sie nicht. So ist das im Augenblick, das ist ein bisschen bedauerlich, das wird sich auch ändern. Und ich werde mir auch was einfallen lassen, was ich tun kann, um andere Kanäle zu nutzen. Vielleicht einen neuen Kanal aufmachen, auf dem noch kein sogenannter Shadowban liegt. Mal gucken. Oder mal sehen, vielleicht, wenn es Anregungen von eurer Seite gibt, bin ich dafür immer offen. Gut. Okay, noch ein Wort. Da es ja sowieso nur die Nächsten erreicht, kann ich hier das kurz einführen, ohne, ja. Also, wie ihr wisst, lebe ich in Polen. Gelegentlich bin ich in Deutschland. Es gab immer wieder Anfragen an mich, ob es die Möglichkeit gäbe, mit mir zu arbeiten, direkt in Kontakt zu treten und so weiter. Allerdings habe ich das bislang nicht wahrgenommen, mangels Zeit. Und das habe ich nochmal überdacht. Ich möchte hier in diesem Video auch ein Angebot teilen, für diejenigen, die das interessiert. Und zwar folgendes. Ich werde die Möglichkeit geben, für Menschen, die intensiv arbeiten wollen, die ein echtes Anliegen haben, hier vorbeizukommen. Das heißt, für einen Tag, zwei oder drei, hier zu sein und one-to-one zu arbeiten. Falls dich das interessiert, dann kannst du mir eine E-Mail schreiben und dann werde ich dir die Bedingungen sozusagen mitteilen, die erforderlich sind oder die erfüllt sein sollten, sagen wir das so. Das will ich hier nur mal so vorab
in den Raum werfen. Ja, okay, und los geht's mit der eigentlichen Sache. Eine sehr, sehr, sehr interessante Angelegenheit. Der Bruch in den Familien, der Bruch in den Menschen. Mal gucken, wo ich hier anfange. Okay. Fange ich doch mal hier an. Jugendliche orientieren sich an Erwachsenen. Immer. Warum ist das so? Weil Jugendliche zu Erwachsenen werden wollen. Ganz einfach. An wem hast du dich orientiert, als du noch offen für Neues warst? An wem hast du dich orientiert, als du noch nicht der Meinung warst, dass du schon alles wüsstest? Wen betrachtest du heute als Experten? An wem orientierst du dich heute und warum? Wem schenkst du heute Glauben? Das sind wichtige Fragen, deren Antworten du kennen musst, wenn du wieder in die Klarheit, also zur Besinnung, also aus der Fremdbestimmung und damit aus der Ohnmacht herauskommen willst. Wem bist du auf den Leim gegangen? Von wem hast du dich täuschen lassen? Und warum hast du das geschehen lassen? Bist du an der Freiheit interessiert oder nicht? Erkenntnis kommt mit dem Bekenntnis. Ohne Beichte kein Ablass. Ohne Ehrlichkeit keine Erlösung. Und ohne Bewusstheit keine Freiheit. Betrachte dein Leben. Schau dir an, wem du über die Jahre gefolgt bist. Schau dir an, wem du heute folgst. Dann schau dir an, wem du zuvor gefolgt bist. Gehe rückwärts und erkenne, wer dich geprägt hat. Dann wirst du Klarheit gewinnen. Je weiter du zurückblicken kannst, desto mehr Klarheit wirst du gewinnen. Und am Ende wirst du bei demjenigen angelangen, von dem aus alles seinen Anfang nahm, nämlich bei dir selbst. Wenn du bei dir, dem Eingeborenen, angelangst, wirst du in Klarheit sehen können. Und aus dieser Klarheit heraus wird es dir möglich sein, freie Entscheidungen treffen zu können. Dann wirst du nicht länger in Befangenheit an äußere Besatzungen leben müssen. Das ist eine tiefe Praxis, die dir zu großer Bewusstheit und zu wahrem Selbstbewusstsein verhelfen kann. Kannst du erahnen, was ich hier eröffne? Wenn du dir, der Wahrheit und auch deiner Befangenheit auf den Grund gehen willst, dann nimm dir die Zeit, deine Idole auf Papier zu bringen. Ja, ich sagte Idole. Das sind jene Menschen, denen du in der Vergangenheit gefolgt bist und jene, denen du heute folgst. Du könntest dich nun rausreden und behaupten, dass du niemandem je gefolgt wärst. Doch das wäre wieder mal eine glatte Lüge. Du darfst dir natürlich gerne etwas in die Tasche lügen, doch dann würdest du mit Sicherheit nichts Neues über dich in Erfahrung bringen können. Es waren keine Ideen,
denen du bisher gefolgt bist. Es waren Menschen, die dir Ideen präsentiert haben, die dir als gut und sinnvoll erschienen sind. Deshalb bist du ihnen gefolgt. Welche Ideen ziehen dich heute an? Und wer hat sie dir gezeigt? Schau es dir genau an. Schau dir an, was dich an diesen Ideen anspricht. So wirst du etwas über dich selbst erfahren können. Denn es hat immer etwas mit dir zu tun, was dich anspricht und auch, was dich nicht anspricht, also abstößt. Hier geht es um Selbsterkenntnis und nicht um Ausreden. Also noch einmal, wenn du etwas über dich selbst und dein Leben erfahren willst, nimm dir ein wenig Zeit, genügend Papier, einen Stift und deine volle Aufmerksamkeit, um deine Idole zu bekennen und sie der Reihe nach auf Papier zu bringen. Wenn du das tust, wirst du klar und deutlich vor dir sehen, wem du gefolgt bist und wen du zu einem Teil deiner selbst gemacht hast. Nachdem du das getan hast, kannst du dich fragen, was dich an diesen Menschen angesprochen hat. Wenn du es gut, also gewissenhaft machst, wirst du einen Hauch eines Gefühls bekommen, wie du strukturiert bist. Und vor allem, danke all deinen Idolen für ihren Dienst. Das ist wichtig, denn andernfalls wirst du sie nicht loslassen können. Und das ist wichtig, wenn du in deine eigene Kraft und Erkenntnis kommen willst. Eine andere Frage. Gab es auch Idole in deiner eigenen Familie? Oder hast du ihr schon immer misstraut? Das ist eine Frage, um dich zu kitzeln. Bedenke immer, dass es hier um das Ende der Besatzung geht. Du kannst die Liebe zu deiner Familie wiedergewinnen. Doch zuvor musst du dir die Gründe eingestehen, die zu deiner Abkehr geführt haben. Es gilt: ohne Bekenntnis keine Korrektur. Und genau hieran, also an einem ehrlichen Bekenntnis, hapert es bei vielen. Und so bleiben sie lieber auf dem Holzweg, als sich der Wahrheit zu stellen. Es ist leicht zu behaupten, dass du doch innig mit deiner Familie wärst. Doch ist dir aufgefallen, dass es im Unterschied zu deinen Kindertagen heute keine großen Familienfeste mehr gibt, bei denen alle Onkels und Tanten um die Großmutter herumsitzen und sich bei allerlei selbstgemachtem Essen, dem einen oder anderen Bierchen und Schnäpschen, Familiengeschichten erzählen? Warum ist das so? Hast du dir je Gedanken hierüber gemacht? Erkenntnis kommt mit dem Bekenntnis. Ohne Beichte kein Ablass, ohne Ehrlichkeit keine Erlösung und ohne Bewusstheit keine Freiheit und keine Heilung. Die ersten und die wichtigsten Idole in deinem Leben waren deine Mutter, dein Vater, deine Omas, deine Opas, deine Onkels und Tanten. So ist es bei allen Menschen.
auch bei dir. Kannst du dir das vorstellen? Vater und Mutter sind wie Adam und Eva. Mit ihnen hat alles begonnen. Hier liegt der Anfang für alles, was später in deinem Leben gefolgt ist. Kannst du das erkennen? Kannst du es anerkennen? Wo du heute stehst, ist offensichtlich. Doch wie bist du dahin gekommen, wo du heute stehst? Weißt du das? Wenn du es herausfinden willst, brauchst du nichts weiter zu tun, als die Zeitlinie und Ereigniskette zwischen der Gegenwart und der Vergangenheit zu beleuchten. Im Lichte deiner Aufmerksamkeit kannst du alle Glieder der Ereigniskette würdigen und heilen. Und wozu das Ganze? Weil es dir zu größerer Kraft und Dankbarkeit verhelfen wird. Und warum ist das so? Ganz einfach deshalb, weil es sich um deine innere Segenskette, dein inneres Kraftband handelt. Bei einigen ist die Kette gebrochen und bei anderen sind die Glieder verrostet. Hierin liegt der Grund dafür, dass es heute kaum noch eine gelebte, also vollzogene Familientradition in Deutschland gibt. Es ist auch der Grund dafür, dass so viele Menschen von Depressionen und körperlichen Leiden befallen sind. Ich garantiere dir, dass du an Kraft, Dankbarkeit, Lebenslust und Gesundheit gewinnen wirst, wenn du damit beginnst, dir deine Herkunft zu beleuchten. Hierdurch wird es dir möglich sein, dich neu auszurichten und aufzurichten. Diesmal in Bewusstheit und in Dankbarkeit. Hierdurch wirst du unmittelbar an Freiheit und Flexibilität gewinnen. Im Nu und für die Zukunft. Ich wünsche dir viel Freude und Erkenntnis mit dieser Praxis. Da es noch etwas dauern wird, bis dieses Buch erhältlich sein wird, wollte ich dir das hier nochmal anbieten in aller Klarheit, auf dass du es schon jetzt nutzen kannst. Und wenn dieses Buch dann fertig ist, dann wird es vermutlich nicht über einen regulären Verlag erscheinen können. Der Inhalt ist einfach zu brisant. Es wird vermutlich wieder, wie auch die Feldbibel, im Selbstverlag erscheinen, in einer limitierten Auflage, die von jenen gekauft werden kann und wird, die es wirklich interessiert. Aber bis dahin ist noch etwas Zeit. Das hast du in den Händen. Daraus kannst du was machen für dich. Und du kannst es und darfst es auch gerne weitergeben an deinen Nächsten. Du musst ihnen ja nicht erzählen, wo es herkommt. Denn dieser Player hier, der stört halt einige. So ist das. Warum stört er die? Wegen dem Bart? Wegen der Nase? Nee, wegen dem, was er sagt. Und warum sind sie gestört von dem, was er sagt? Wegen ihrer Programmierung. Die Wahrheit ist uns allen als die Lüge verkauft worden.
Und die Lüge ist uns allen als die Wahrheit verkauft worden. Das heißt, diejenigen, die die Wahrheit sprechen, die kommen in ein komisches Licht. In den Augen all jener, die nichts anderes kennen als die Programmierung. Und die wenigen, die sich daraus erhoben haben, sich die Mühe gemacht haben, tiefer in die Geschichte zu blicken, für die sieht die Welt anders aus. Und für die mache ich das. Denn das hat kein Ende. Denn am Ende, da kommt man bei der Wahrheit an, bei sich selbst, bei dem zeitlosen Wesen, bei dem Eingeborenen, der derzeitig in diesem Körper steckt oder lebt und der sich die ganzen Klamotten angezogen hat, dass die Kostüme und die Rollen gewählt hat, die derzeitig in der Welt gespielt werden, von dir, von mir, von allen. Und wer sich darüber bewusst ist, wer er in Wirklichkeit ist, nämlich der Eingeborene, der kann anders spielen. Das soll es für heute sein. Ich wünsche dir alles Gute und ich danke allen, die mein Werk, mein Wirken unterstützen durch ihre Gabe von Herzen. Habt's gut, bis dann und möge Friede mit uns sein. Denn ihr wisst, was im Augenblick läuft. Heute Nacht oder gestern Abend gab es die ersten Einschläge von Raketen hier auf polnischem Staatsgebiet, so zumindest das, was die Medien berichten. Und was das zur Folge haben kann, darüber sind sich vielleicht viele noch nicht bewusst, nämlich den Krieg, den sogenannten Bündnisfall. Und das bedeutet für alle Menschen in Deutschland, ob sie das wollen oder nicht, dass sie im Krieg wären. Mobilmachung. Und das bedeutet für alle Menschen, die noch nicht so in dem Alter sind wie dieser Player hier, insbesondere für die Männer, dass sie eingezogen würden, ob sie ihnen gefällt oder nicht. Und das bedeutet für alle Mütter, die Söhne haben, die noch keine solchen alten Säcke sind, dass ihre Söhne verheizt würden. So sieht das im Augenblick aus. Anyway, also Friede sei mit uns. Und der Friede erwächst aus jedem einzelnen Menschen selbst. Und das ist ein weiterer Grund, warum ich all das veröffentliche. Für den Frieden in der Welt. Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Stell dir vor, die Medien behaupten, es ist Krieg und es interessiert niemanden. Stell dir vor, die Politiker wiegeln auf und keiner hört hin. Stell dir vor, die Aufwiegler würden über Bord geworfen. Merkst du was? Also, Tschüssikowski, bis dann.